Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich habe mich eben jetzt nochmal darum gekümmert, in dieses Ding reinzukommen. Und ich habe mich vorhin schon gefragt, also beziehungsweise Ende des letzten Parts, warum man hier so eine Kletterkonstruktion hat. Und das ist ganz einfach. Wenn man hier hingeht und diesen Brief liest, sagt der Brief einem ganz einfach, dass die Leute hier das Fenster zumauern sollen. Man kann das schwarze Türschloss sehen. Und ja, so war es auch. Man konnte einfach sich hier ein paar Pfeile nehmen, konnte einfach das Türschloss kaputt schießen und jetzt ist die Tür auf. Das Problem ist, dieser komische Ordenstyp läuft hier noch rum. Ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob der hier reinkommen kann. Und wir bekommen... was Nutzloses. Danke. Hätte ich hier drinnen lassen sollen. Verdammt. Ich dachte, wir kriegen einen Helm oder so für das Wolfenset. Aber nein. Schade. Okay. Die Nebenquest, wo die eine Frau überfallen wurde, habe ich gemacht, wurde aufgelöst, indem unser Bäcker zugegeben hat, dass er früher ein schlechtes Leben hatte. Rauben, überfallen, töten und so weiter. Und die haben ihn halt gesucht, ihm praktisch die Nachricht so zukommen lassen. Wir sind mit ihm dahin, haben nochmal geraubt und geplündert. Und jetzt ist der Bäcker frei und kann bei uns leben, ohne dass ihm da seine ehemaligen Kumpanen auf den Sack gehen. Okay, ja, ich gehe dann jetzt weiter hoch zur Quest. Ich wollte euch das so kurz zeigen, sagen, wie man da reinkommt. Also, bis gleich. Okay, dann fangen wir jetzt mit der neuen... Gebietsquest hier an. Ich habe es geschafft, bin einmal zu Sigurd runter und der ist auch irgendwo unter mir in der Kirche. Zum Glück ist hier direkt so ein Schnellreisepunkt gewesen. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen, was hier alles in der Nähe ist. Ich habe auch inzwischen eine Siedlung nochmal geplündert, das heißt, ich kann auch von der Seherin das Haus inzwischen aufbauen, wenn ich möchte, aber wir machen zuerst wohl dieses Gebiet hier, bevor wir dann mit dem Stadtaufbau weitermachen. Okay. Und wie ihr seht, habe ich unten über meine Lebensleiste einen Buff. Das ist, weil wir die Bäckerei und die Brauerei gemacht haben, haben wir ja gesehen, da stand dann bei Festmahl plus 25 Leben bei beiden Sachen. Und wir haben ja auch gesehen, dass an dem Haupthaus, also dem Langhaus, so eine Glocke für Festmahl war. Da war ich dran und wenn man die läutet, bekommt man halt diese beiden plus 25 Leben Buffs. Die habe ich mir jetzt gegönnt. Nur für den Fall der Fälle, dass ein paar Gegner mal ein bisschen mehr Schaden machen, damit ich auch ein bisschen mehr Leben habe. So, denn ich habe gesehen, während ich jetzt hier in diesem Gebiet mit Stärke 20 und ich habe Stärke 59 halt auch okay Schaden machen, um die Gegner zu töten, ist halt hier in dem Gebiet
mache ich mit einem Axtschlag 10 Schaden. Hier mache ich mit einem Axtschlag zwischen 50 und 70 Schaden. Also das ist schon ein Unterschied. Zwar nicht jetzt so schlimm, aber wenn ich von einem Gegner getroffen werde, bin ich trotz dieser 2x plus 25 Leben instant tot. Und deshalb will ich da nichts riskieren. Wer steht hier vor Ivar Ragnarsson? Bist du Sigurd Strenger? Avagor? Eivor, wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alle Späher haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, Sachsenschwein. Wüte wieder durch die mersischen Felder. Keine Verletzung. Ich hätte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Wie nennt man diesen Ort? Ich nenne es Drecksloch, aber für Mercer ist es Rheopedun. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast ein Messer tief in das Herz dieses Königreiches gestoßen. Und ab! Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich. Halt, stopp. Ja, das muss ich auch machen, sonst werde ich angegriffen. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden. Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Putz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Verkauf mich nicht für dumm, Opa. Ich weiß, dass Burgred dir Wehrgeld gegeben hat. Lass das laute Tönen, Tona. Wir müssen Pläne schmieden. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lodbrok. Aber keine Sorge, Ober. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmal. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ober und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tan Cheolwulf. Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercia braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Hast du denn das Zeug zum König? Eines Tages, hoffentlich. Fürs Erste konnten wir uns immerhin einigen.
Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Ceolwulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamelfjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamelfjord einnehmen, Burgred absetzen und Ceolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Ah, wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar, und wir werden sie ehren. Ceolwulf ist zu Recht vorsichtig. Wenn er bei Burgred Gnade walten lässt, werden die Menschen einen Grund haben, ihm zu trauen. Genau das denke ich auch. Und je schneller wir handeln, desto mehr Leben verschonen wir. Auf beiden Seiten. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Das wird nix. Die kühnen Söhne Ragnars lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lasst die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamelfjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Ceolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Ich packe meine Sachen und wir sehen uns dann in Tamelfjord, sobald es vorüber ist. Was? Bist du? Es ist nicht bei ihm. Ist nochmal ein Stalltyp. 1, 2, 3, 4, 5 mal. 5 mal Reichtum und. Hier. Irgendwo. Geht nicht schon. Unterirdischer Eingang. Er muss innen drin sein. Ja, ja. Aha. Ja.
Wie kommt man da denn hin? Irgendwo eine Holzwand, eine Wand, die man sprengen kann. Also es kann doch einfach so draußen liegen. Ach komm mal, der andere Typ, der macht, wird doch wirklich gleich einen Ärger machen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit dem ordentlich läuft. Hä? Ich schlag eine Holzwand kaputt und die rasten alle aus? Was ist denn bei denen kaputt? Aha. Ich hab nichts gewusst. Hallo? Ölkuh. Schade, keine Vorräte drin. Okay, dann. Hier war aber sonst weiter das. Egal. Weiter. Lass mal zum Händler. Willkommen. Danach habe ich gesucht. Ja, ich glaube nicht, aber tu ruhig so. Das kannst du irgendwann bestimmt gebrauchen. Er hat Kohlebarren. Eines meiner besseren Stücke. Die sind halt schon alle eine Stufe höher. Bist du... Ja, du bist dieses Standardmesser. Ich hasse diese unteren Sachen hier, die hat jeder. Ich suche halt immer noch. Oh ja, ein meisterhaftes Stück. Ein normales Schwert. Also den muss ich mir merken, dass ich mir die Sachen hole und. Du solltest immer gut ausgestattet sein. Die Barren. Bist du schon? Schade. Irgendwann wir sehen uns mal. Bald wieder. Mal gucken. Am Anfang soll irgendwas sein hier in der Nähe. Oh, gucken. Also ich habe zwischendurch noch mal ein paar Skills fürs Pferd gekauft. Was kann ich dir heute anbieten? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Standards. Skins. Nee, hab ich alles. Bis zum nächsten. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ach,
Danir og Austmenn sambindast baujarinn. Ah, drít! Brattela eyrum för aldastavi! Ah, ja. Hallo? Halt dich da fest, du? Dann machen wir das so, wenn du dich da nicht festhältst, du Faules. Als wenn sie da hätte nicht ranspringen können. Komm, gib mir auch Vorräte. Natürlich nicht. Myndum við afsvara þeim blíðu, segja þeim að megi eigi blandast við oss áður en búningur sé gerði. Blandast við þrælarnir hún eigi. Kasse, Schlösser. Was siehst du da oben, Sühnen? Sonst der Weg versperrt ist, sehe ich. Nein, da wollen wir nicht. Das ist das nächste hier. Also, bleiben einige von uns hier zurück? Das halbe Heer ist in Tamefjord und wir haben Hilfe aus dem Süden. Muss sehen, was du siehst. Das halbe Heer ist in Tamefjord und wir haben Hilfe aus dem Süden bekommen. Wir haben das losgezogen, zur Verteidigung hier zu bleiben. Schade. Ich wollte. Schade. Ich wollte Bogrets Gesicht sehen, wenn wir seine Feste stürmen. Jetzt werden uns nur große Geschichten bleiben. Kann ich hier rein? Ja. Schade. Aha. Ich wollte Bogrets Gesicht sehen, wenn wir seine Feste stürmen. Geschichten bleiben. Oh, Rüstungsumstellen. War du Frau Magd? Ihre Suche. Ich hörte, dass Dänen langsam im Gehirn sind und klumpige Zungen haben. Kannst du das bestätigen? Viele Männer sind laut oder dumm. Beeindruckenderweise bist du beides zugleich. Ich brauch halt Geld. Du bist mir die Zeit nicht wert. Schade. Komm wieder, wenn du bereit bist, dich zu messen. Ich guck mal eben, ob ich das schaffe. Willst du dein Glück versuchen? Dich knöpfe ich mir vor. Vorzüglich! Ein Spottgefecht! Willst du auch etwas wetten?
Oh ja, hau raus. Hier. Danke. Fangen wir an. Mit dem Spott, den ich bring, habe ich immer obsiegt. Das ist lustig, denn du bist's, der gleich unterliegt. Au, stark und schnell. Hüte dich nur, Jungulf. Du bist nichts als ein Tölpel, du witzloser Wicht. Ach du Schwächling, du Milchbub, beeindruckst mich nicht. Sehr gut. Ich bin Spottstreitergott. Jeder Vers mir gelingt. Deine Reime sind schlecht und dein Versgefühl hinkt. Oh, der tat weh, Jungulf. Beeindruckend. Du bist genauso schnittig wie deine Axt. Wie versprochen. Also gib mir meinen Gewinn. Hier, nimm. Du hast es verdient. Easy. Okay, nicht easy. Ich habe es dreimal falsch gemacht, nochmal neu geladen und wieder von vorne angefangen, damit ich nicht mein ganzes Geld verliere. Aber wir haben ein bisschen extra bekommen, was schon nice ist. Ah ja. Okay. Also seht, ich war auch hier in dem Gebiet schon mal. Ich bin einfach mit dem Schiff mal so durch die Gegend gefahren. Aber wo wollen die denn jetzt hin? Haben die nicht nach unten gezeigt? Auf der Map? Oder sah das nur so komisch aus? Ja, da muss ich irgendwie einen Schlüssel herbekommen? Keine Ahnung. Segelt nach Südosten! Bringt die Männer zu den Toren von Tamefjord! Wir fluten die Felder und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberungen. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Cheolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Er kann niemanden beerben, wenn er stirbt. Kann er ein Schwert schwingen? Ich habe schon etwas Übung, aber ich will nicht... töten. Diese Männer sind meine Freunde, meine Landsleute. Entspann dich, kleiner König. Die halten dich nicht für einen Freund. Bedank dich bei deinem Vater. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Steig auf, Eivor. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamefjord. Ja. Dann du wirst meinen Bruder aushalten müssen. Wo müssen wir hin?
Da, die verarschen mich. Die reiten wieder zurück. Warum bin ich durch das ganze Gebiet durch, wenn wir jetzt wieder zurückreiten? Bitte, was? Neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen offen. Hey. Riechst du das, Cheolbert? Der Gestank des Neids. Sicher wegen unserer hinnigen Freude. Oder? Das ist auch cool, jedes Mal, wenn du hier weggehst und einfach neu Airport, das ist hier immer wieder alles da. Und ihr seht, der eine Krug gibt 63 Silber. Okay, weil ich schon so oft mir ein bisschen Silber holen. Okay, dann starten wir den Angriff im nächsten Part, würde ich sagen. Und dann können wir auch unseren Wolfskill mal ausprobieren, den wir vor ein paar Folgen bekommen haben, als wir den Kindern geholfen haben. Jo, ja, ja, so machen wir das. Dann im nächsten Part der Angriff auf diese kleine Burg hier. Schauen wir weiter.